Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu BattleEye 2, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause Blue Byte aus dem Jahre 1994. Wir bespielen hier seit einiger Zeit die erste Zusatzdisk mit dem Namen Titans Legacy und befinden uns in der fünften Karte mit dem Code Wuringa. Und alle die, die meine Schlachten, meine Abenteuer auf den Battle-Eisels verfolgen, haben auch mitbekommen, dass in der letzten Folge mir das Spiel abgestürzt ist. Ich habe das Ding trotzdem mal veröffentlicht, weil es sich gehört. Weil ich habe Dinge gesehen, wie es weitergeht. Und das möchte ich natürlich hier nicht unterschlagen. Das war der letzte Spielstand, den ich gespeichert hatte. Nämlich nach Beendigung meiner ersten Episode, meines ersten Abenteuers auf dieser Karte, mit dem Namen Wuringa, nach 6 von 100 Runden. Also das ist echt ja ein Marathon. Damals hatte ich schon gezogen, so schaut's aus. Ne? Und der Computergegner ist dran. Hier oben gibt es noch ganz viele U-Boote, die es zu vernichten gilt. Das heißt, ich werde hier noch Dinge verlieren, wie zum Beispiel Hydras oder auch U-Boote. Und wenn ich nicht ganz genug aufpasse, eventuell auch einen Flugzeugträger. Aber das hoffe ich jetzt mal nicht. Der muss überleben. So, aber schaut mal, ich mache jetzt hier mal den hier Pflücke und den schieben wir schon mal vor. Den schieben wir mal hier hin. So, weil ich es kann. So. Der Computer ist dran. Er denkt. Ihr seht, auch meine Verstärkung ist ja noch nicht eingetroffen. Ja. Wusch. Bumm. Da geht die erste Hydra auf den Meeresgrund. Auch warum sie blau, rot ausschaut, ne? So, das ist übrigens mein Transport-U-Boot, die Nautilus, die geht auch flöten. Tschüss. Ja, das ist Wahnsinn, was der hier an U-Booten hat. Einfach nur Wahnsinn. Holla die Waldfee. Ich habe, so wie es ausschaut, eine Hydra, die überlebt. Ja, das werden wir uns doch mal angucken. So, eine Demon-Einheit vernichtet. Ein Deschnotrax vernichtet. Yeah! Tatsächlich, eine Hydra hat überlebt. So, jetzt gucken wir mal. Moment, jetzt gucken wir mal. Der setzt sich mal hier hin und bombardiert dieses U-Boot. Yeah. Moment. Oh. Das ist natürlich blöd. Das U-Boot hänge ich mal hier hin. Ich hätte das noch hoch, also auftauchen lassen sollen. Ah, verdammt. Fehler. So, jetzt gucken wir mal. Hier haue ich mal auf das Nashorn. Und werde hier noch die Eloka-Einheit vernichten. Sehr schön. So, jetzt keinen Fehler machen.
Hier war ein U-Boot. Das ist jetzt vernichtet worden. Und jetzt gehe ich nämlich hier ein bisschen vor und gehe hier auf das nächste U-Boot. Den hier, den schicke ich mal zurück. Den reparieren wir und füllen auf. So, Moment, jetzt muss ich mal schauen. Die sehen eigentlich auch ganz gut aus. Passt mal auf. So, wieder ein U-Boot vernichtet. Und das hier. Ah, ich setze den mal hier hin. Repariere den Kreuzer. Fülle den auf. Ja, das sieht ja nicht so gut aus. Moment. Den schicke ich zurück. Den schicke ich zurück. Der fliegt ebenfalls zurück. Und die Sache ist, mit einem Hubschrauber kann ich nichts angreifen. Also keine U-Boote. Das heißt, ich gehe hier mal drauf, weil es kann und weil er immerhin einen Munitionstransporter ausschaltet. So, hier habe ich gelernt, diese Einheit kann hier nicht hin. Das werden wir ändern. Tanken sich ja noch gegenseitig auf. Hoppala. So, zurück. So, und die werden jetzt hier ausgeladen. So, der fährt mal vor. Wunderbärchen. Wunderbärchen. So, der geht raus. Auch raus, der geht auch raus. So, da haben wir den ersten Rex nämlich entladen. Jetzt kommt der zweite Rex. So, da haben wir nämlich jetzt alles ausgeladen. Und das ist super. So, der fliegt zurück. Den lassen wir hier. Den hatte ich damals in der letzten Folge hier runtergeschickt und da wurde er arg zerfleddert. Diesen Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. Aber ja, mein Buggy wird hier oben den Sting mal angreifen und bekommt auf jeden Fall einen weiteren Erfahrungspunkt. So, hier werden wir das machen. Den schicken wir mal. Uppala. Den Flakpanzer, den reparieren wir. Ja. Und stellen den mal hier hin. So, der repariert. Tankt den mal auf. Gut, die können jetzt sich nicht mehr bewegen, weil die ja jetzt schon eine Aktion durchgeführt haben. Und das war's für diese Runde. Oh, Moduswechsel. Zack, zack. Na, ich habe jetzt vergessen, noch mit dieser Hydra anzugreifen, die ich unten im Süden habe. Aber gut. Passiert. Oh, die Hydra, die ich meine gerettet zu haben, die wird jetzt noch mal angegriffen. Ein Kreuzer wird es nicht überleben.
Warum der rot ist, verstehe ich nicht. Ich habe die Farbe blau. Sehr seltsam alles. Aber ja. So, Computerzug gestartet. Mein Computerfreund macht Dinge. Und das verstehe ich nicht, er verheizt gerade seine Hubschrauber. Ah ja. Gut, jetzt bin ich dran. Jetzt wird zurückgeschlagen. So, jetzt gucken wir erstmal, hier sind die U-Boote, alle drei Stück, ne? Das heißt, ich fahre mal hier hoch. Und jetzt greifen wir hier mal ordentlich an. Also natürlich nicht mit dem. Weil ich das ja erstmal auftanken muss. Oh, aber, mit dem kann ich jetzt hier Dinge vollbringen. Zack. Nashorn ist Geschichte. Damit kann ich jetzt nämlich auch die Elixiereinheit vernichten. Und wir schauen mal. Ich würde nämlich sagen, auch hier greifen wir noch mal an. Heroisch, absolut heldenhaft. Holen uns den und nehmen den Hafen ein. Yay! Jawohl! Hafen ist gesichert. So, jetzt hat. So, ich splitte hier tatsächlich meine Kräfte auf, um die U-Boote zu schwächen. Eins hat es nicht geschafft. So, hier drin sind Flieger. Die hänge ich jetzt mal hier ein bisschen davor. Auch den, damit er hier nicht in die Verlegenheit kommt, hier mit dem U-Boot reinzufahren. So, hier kann ich nichts machen. Den hier, Moment, Moment. Den Patrick, den ziehe ich ein bisschen zurück. Hier setze ich jetzt ein Flugzeug hin, nehme den rein und versuche dann hier rauszukommen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, den setzen wir hier rein. Den schicken wir mal fort. Dann bauen wir hier eine Straße, da eine Straße, da eine Straße. Wunderbar. Den setzen wir hier rein. Den setzen wir da rein. So, Moment, was habe ich hier nicht rein? War das? Das war die kleine Haubitze. Die schicken wir hier hoch. Und die große schicken wir hier hin. Der geht zurück. Der nimmt hier noch eine auf. Zack, zack. Wunderbar. Der kommt raus. Und die beiden Rechse werden jetzt hier abgezogen. Jawohl. So, die füllen sich immer gegenseitig auf. Hier habe ich jetzt noch drei Schuss. Die bringe ich natürlich an.
Also für einen ersten Schlag, für einen Buggy, war das hervorragend. So, mal schauen, Moment. Ja, Moment. Wir nehmen hier den hier. Greifen hier die Infanterie an. Ziehen uns wieder zurück. Rücken hier mit den Panzern etwas vor. Zack, zack. Wunderbar, das geht alles. Oh, den tun wir dahin. Den tun wir da runter. So, hier unten ist gesichert. Also da passiert nicht mehr allzu viel. So, den Tanker, den hängen wir mal hier hin. Und freuen uns. Moduswechsel. Er hat also noch zwei U-Boote. Die sind angeknackst. Dafür habe ich gesorgt. So, mein Computerfreund verliert den Dragon. Eine wirklich sehr gute Einheit. Aber wenn er sie ja auch nicht repariert, nicht zurückzieht und einigermaßen klug einsetzt, dann passiert genau sowas. So, ein Algol-Tankfahrzeug wird vernichtet und macht somit Platz für eine Einheit für mich. So, U-Boot Nummer 1 zieht sich zurück. U-Boot Nummer 2, ah, das war knapp, zieht sich zurück. So, aber hier baue ich jetzt so eine Front auf, das sage ich euch. Tja, das ist wieder mal ein Verlust, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Er hat mir jetzt tatsächlich doch noch einen Kreuzer versenkt. Mit einem Sperber. Damit habe ich jetzt nur noch zwei Kreuzer, das waren mal mehr. Aber dafür habe ich jetzt noch eine Hydra. Was ich jetzt auch nicht schlecht finde, ne? So, Moment. Ach, den kann ich jetzt hier nicht nehmen. Ich mache jetzt hier erstmal den hier einsatzbereit. Schick den zurück. So. U-Boot Nummer 1 weg. U-Boot Nummer 2. Weg. Sperber abgeschossen. Alcor vernichtet. So, ne? Pass mal auf. Hier ist jetzt schon mal das Radargerät drin. Ne? Also der Gerät, der fliegt hier hin. Nimmt den Ranger auf. Nimmt den Flakpanzer auf. Okay. Interessante Geschichte. Also, mit dieser Infanterie, die hier drin ist, ne, kann ich ebenfalls dieses Gebäude nicht erobern, sondern nur mit einem Ranger. So schaut's aus. Sehr seltsam die Geschichte,
aber nicht änderbar. So, hier fliegen wir mal hier hin. Wop. Dass ich aber immer auf dem Spektrum stoße. So. Hier sammeln wir die Minen jetzt mal wieder ein. Hier ist nichts drin. Hier sind die Flugzeuge drin. Hier habe ich jetzt einen Helikopter, der ziemlich gut intakt ist. So, und hier bauen wir uns jetzt mal die Artilleriestellungen auf. Einmal hier, einmal da. So, so, jetzt habe ich hier eine durchgehende Straße. Das finde ich hervorragend. Leider, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen jetzt hier verbaut, aber das macht nichts. Moment, passt mal auf. Ich fliege dahin. Was heißt hier verbaut? Das ist natürlich alles Strategie hier. Alles läuft nach Plan. Hoppala. So. Der kommt hier hin. Fährt zurück. Alles mal ein bisschen vorziehen. Denn ich weiß auch, dass das schlechter Wetter wird, also dass das Wetter schlecht wird. Selbst das weiß ich bereits. So. Hier bauen wir alles mal hübsch auf. Ballern hier noch mal auf den Flakpanzer. Füllen mal hier den Patricks auf, mit dem fliegen wir weiter. Und das war's. Das war's für diese Runde. Sehr dreist, sehr dreist. Oh, du wirst das nicht überleben. Ist ein Gerät abgestürzt. Irgendein Flieger ist abgestürzt, höchstwahrscheinlich, weil er keinen Sprit mehr hatte. So. Hier bekämpfen wir mal die Spektrums. Ich habe einen Ühü gesehen. Einen Ühü.
So, pass auf jetzt hier. Ranger. Zack. Und schon bin ich hier drin. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber so funktioniert's. Ich hole mir jetzt die Stinkpanzer da raus, auf jeden Fall, und bringe sie nach unten. So, mit der Hydra greife ich natürlich hier weiter an. Die bleibt da stehen, solange sie noch Munition hat. Den Hubschrauber bringe ich mal nach unten. Drei Technotraxe sind weg. Jetzt, Moment, Moment. Jetzt hat er sich ja natürlich ein bisschen jetzt hier eingemummelt. Das geht natürlich so nicht. Jetzt muss ich erstmal schauen. Erstmal bombardieren wir hier. Auf alles mal feuern, ne? Will ich? Ja, will ich. Ja gut, also ehrlich gesagt, den Flakpanzer, den wollte ich tatsächlich vernichten. Hat jetzt nicht gereicht. So, jetzt ist er weg. Damit hat er erstmal seine vorderste Linie hier verloren. Ach, ich liebe dieses Geräusch. So, fahre jetzt hier mal weiter, um die Straße hier rumzubauen und dann nach Osten zu verlängern. So der Plan. So, der wird jetzt hier mal auf den Sting gehen. Hui, weg ist er. Er hat sich jetzt hier voll weggeslingt. So, der kommt hier hin. Auffüllen. Der stellt sich jetzt mal hier hin. Gut. Ne? Das war doch jetzt gut. So, der geht mal hier ein bisschen vor. Achso, der kann ja auch auffüllen. Jawohl. Der fährt hoch. Der fliegt runter. So, genau. Der Schlachtschiff fährt weiter. Frei nach dem Motto, eine Faust geht nach Osten. Ne? Die Flieger nehmen wir natürlich mit. Und mal gucken, was wir hier noch so alles aufdecken. Er hat keine. Er hat. Oh, hoffentlich stürzt er mir jetzt nicht ab. Ich muss den natürlich jetzt mit Sprit versorgen. Aber bevor wir weitermachen, ich habe ja gelernt, dass wir mal speichern müssen. Hui, Moduswechsel.
Ajo. Das war in Ordnung. Die meteorologische Sektion sagt, es wird Regen geben. Regen. So. Ich muss. Oh Gott, der kommt doch bis dahin. Oh. Ich muss nach vorne mit dem Flugzeugträger. Oh, da kann was angreifen. Ah! Den Uhu! Fliegt der nicht oben? Das muss ich gleich überprüfen. Moment, ich habe hier einen Fliegor. Harris, es ist eine Sensation, was wir hier gefunden haben. Mir und einem kleinen Spätrupp gelangt der Vorstoß in den Laderaum eines abgestürzten Raumschiffes. Es stammt keinesfalls von Kromos, ebenso wie das Flugobjekt, das Sie hinter mir sehen. Wenn unsere Truppen die Absturzstelle erreichen, könnten wir dieses Gerät mitnehmen. Der Gerät. So, jetzt gucken wir mal. Nee, ich kann tatsächlich den Uhu nicht angreifen. Der fliegt oben. Der fliegt ziemlich weit oben. So, die nehmen wir mit. Da ist auch ein Uhu. Hier ist ein guter Jagdbomber. Den stellen wir mal hier hin. Halt, Moment, Moment, Moment. Hier holen wir auf jeden Fall den Ranger wieder raus. Den Ranger holen wir raus. Zack. Die Hydra hat sich jetzt leer geschossen. Die werden wir jetzt hier auftanken und aufmunitionieren. Wunderbar. Und der Patrick schießt hier noch die Snake ab. Wow, und meine Artillerie hat schon wieder keine Ziele mehr. So, das heißt, ich ziehe die hier natürlich vor, ne? Ist klar. Zurück. So, jetzt werden wir hier weiter Straßen bauen. So, ich habe hier noch einen Jagdbomber, den werde ich da erstmal stehen lassen. Knusper, Knusper, Knaser, wer knickert an min Wasa? Das war der kleine Buggy. So, Moment. Hier. Zack. Und ran. Ich würde mal sagen, den fliegen wir mal bis hier hin und laden ihn hier aus. Wahnsinn, Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn. So, der fährt hier hoch. Mit dem möchte ich nämlich dann die Flotte unterstützen. Gut, ich meine, das war's, ne? Der hat ja keinen Sprit mehr, den muss ich auftanken. Ich hoffe, er hält noch eine Runde durch. Und hier ist ja nichts mehr drin. Alles ist hier leergeräumt. So. Hoppala. Moduswechsel.
Das war gut. Jetzt schießt er mir einen Jagdflieger ab. Das heißt, dieser olivfarbene Gegner ist noch nicht besiegt. So, der erstmal hier ran. Wow, das war jetzt aber knapp. Ich konnte ihn aber noch retten. Die klare Luft sorgt für Weitsicht. Das ist sehr schön. So, den Jäger machen wir jetzt auf jeden Fall platt. Das war klar. Da braucht sich auch keiner drüber zu beschweren. So, hier fahren wir jetzt mal weiter. Uiuiui. Da ist ein Kreuzer. Ich möchte den Kreuzer schon mal so weit wie möglich beschädigen. So. Der fliegt hier hin. Der fährt hier nach oben. Und hier unten, hier unten, hier unten. Ich kann mich jetzt hier relativ schwer hier bewegen, weil es ist der Regen. Weil es kann. Zum Glück habe ich ja noch eine Luftwaffe. Und die macht auf alle Fälle erstmal den Sting kaputt. Wunderbar, wunderbar. So, dann gehen wir hier drauf. Kriege ich auf alle Fälle 2 Punkte. Und knuspern jetzt schon mal hier an dem Turm. An den Turm. An dem Skull. Oh mein Gott. Ihr seht's. Es fängt wieder an. Es fängt wieder an. Zum Glück habe ich erst vor kurzem gespeichert. Wir sehen uns gleich wieder auf diesem Kanal. Bis dann. Tschüss. Also, was ist passiert, liebe Leute? Mir ist das Spiel jetzt schon zum zweiten Mal abgestürzt. Oder beziehungsweise der Versuch zwischen dem ersten und dem zweiten Absturz, den werde ich jetzt nicht in dieses Video hineinschneiden, sondern mache jetzt hier weiter. Das heißt, Moduswechsel und ich gelobe, ich werde nach jedem Zug einmal speichern. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Es ist momentan sehr instabil. Drückt mir die Daumen. Auf jeden Fall, und das möchte ich natürlich versuchen, ist beim ersten Mal, also vor dem ersten Absturz, hat mir der olivfarbene Gegner mir ein Jagdflugzeug noch abgeschossen. Dieses Jagdflugzeug werde ich jetzt natürlich gesondert behandeln und nicht zu weit vorprellen, damit ich es halt retten kann. Das möchte ich natürlich versuchen. Es ist Herbst, also es regnet. So, jetzt gehe ich hier vor. Ne, ich muss ja hier vorgehen, um meinen Torpedobomber zu retten. Der hat nämlich keinen Sprit mehr. So. Ja, das mit dem U-Boot wissen wir jetzt. Mit dem U-Boot, mit dem Öfe, mit dem Öfe, das wissen wir. So, hier, ne, machen wir alles schön ran. Das Schlachtschiff, das ziehen wir ran. Die Minen nehmen wir mit. So, ich würde mal hier hingehen. Du kommst dahin. Das ist jetzt hier ein voller Jäger, der kommt hier hin, weil er es kann. So, den setzen wir dahin. Den Exterminator, hoppala, den fahren wir hier hin. Den Transporter
Dahin. Oh, ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, den Ranger mitzunehmen. Ich muss nochmal zurückfliegen. So, hier machen wir auf alle Fälle das. Das ist gut. Der kommt nur bis hierhin. Ah, eins Ding bleibt wieder mal stehen. Wie beim letzten Mal. Also werde ich hier natürlich noch mal. Wow, guckt euch mal die Stellungen an. So, den werde ich natürlich zurückziehen. Schön aufbauen. Der Komet kommt raus, wird natürlich erst fit gemacht. So. Den machen wir hier auch wieder hier fit. So, ja, wunderbar, wunderbar. Jetzt hauen wir wieder hier rauf. Hier gehen wir vor. Wow. Ich habe zwar noch nicht den Einstar-Turm gefunden. Aber, oh Gott. Gut, da müssen wir jetzt hier reinfahren. Eine Artillerie habe ich gefunden. Eine Artillerie. Hier werden wir mal hier hinfahren und das ganze Zeug hier ausladen. Hier sind immerhin Stinkpanzer dabei. Die fahren wir dieses Mal hier runter, weil ich es kann. Den lassen wir da. Den stellen wir da hin. Sehr schön. Den Tanker, den nehmen wir mal hier runter. Den hier rein. Und damit haben wir doch wieder ein. Was habe ich vergessen, liebe Leute? Richtig, das Speichern, das übernehme ich jetzt gleich, nachdem der Gegner gezogen hat. Oh Gott, nicht, dass er mir schon wieder abstürzt. Nein! Kommt er mit einem Buggy? Den sehe ich mittlerweile zum dritten Mal. Yeah! Didi. Er hat die Mine bewegt. Mein Computerfreund hat die Mine bewegt. Das ist natürlich sehr schön. Da komme ich nämlich dann mit dem Munitionstransporter besser hin. Also nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Da kommt er jetzt mit seinem Jäger und versucht, meinen Sperber abzuschießen. Und das ist auch neu. Unten den Buggy, den kenne ich nicht. Aber bevor ich jetzt irgendwas mache, wird gespeichert. Da. Yeah. Den schicke ich jetzt zurück zum Reparieren. Die klare Luft. So.
weiter geht's. Weiter geht's. Der fliegt hierhin zurück. Nimmt hier auf jeden Fall den Buggy mit. Den brauche ich. Den brauche ich. Den brauche ich. Hier fliege ich dahin. Das ist gut. So. Also das ist klar, hier mache ich natürlich weiter ein bisschen Terz und Terror. Der kommt dahin. Yeah. Oh nein, jetzt fängt es schon wieder an. Jetzt fängt es schon wieder an. Ich werde sofort speichern. Auf die 5. Was passiert, wenn ich jetzt lade? Moment. Laden. Hat das jetzt was gebracht? Wir versuchen es weiter. Wir versuchen es weiter. Wir sind jetzt hier. Wir bleiben dran. Moment, ich muss gucken. Ah, hier ist er. Mein Buggy, der kommt natürlich raus. So. Also den Buggy muss ich jetzt hier auch vernichten. Ist, also, das ist klar. So, ich komme auch mit meinem nicht hin. Hoppala, Moment. Das hier. Panzer wird wieder flott gemacht. Da brauchen wir drüber nicht zu diskutieren. Das ist notwendig. Hier habe ich ja auch jetzt einen Snake. Den machen wir wieder scharf. So. Hier habe ich einen Hubschrauber. Den Hubschrauber stelle ich mal wieder hier hin. Da wird jetzt erstmal aufgetankt. Den fahren wir noch runter. Moduswechsel. Hoffentlich hält's. Hoffentlich hält's. Sehr instabil das Ganze. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich würde mal sagen, wir plagen uns jetzt hier durch. Wir kneifen die Arschbacken zusammen und machen einfach weiter. Und immer speichern. Immer speichern. Mein Computerfreund ist dran. Na, was fliegst du denn da vor? Lass das doch sein. So, ich bin dran. Mit. Ich dich. Speichern. Moment, jetzt wird hier erstmal repariert. Aufgetankt. Wunderbar. Und jetzt wird angegriffen. Den hat es jetzt auch mal so richtig auf die Schnauze gehauen. Wow. Lol.
Also bevor hier irgendwas passiert. Gibt es jetzt hier voll was auf die Nüsse? Du bleibst da. Du wirst zurückgezogen. Jawohl. Du auch. Und du auch. So, hier sind jetzt zwei Fahrzeuge drin. Pass mal auf, ich leite die jetzt um. Ugh. Natürlich nicht so. Muss ich noch schnell den Tanker hinterher. Oh Gott, der Tanker hat ja auch keinen Sprit mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht, dass mir jetzt hier irgendein Malheur passiert. So, pass mal auf. Hin. Türmchen kaputt machen. Zurück. Der geht vor. Hoppala. Nee, Moment, nicht angreifen. Ich möchte gerne auffüllen. So. Wisst ihr, was ich vermisse? Mein Radargerät. Wo ist denn das? Ah! Gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Der geht rein. Der Radar ist jetzt draußen. Ich brauche jetzt hier auf alle Fälle Radar, aber ich habe keine Ahnung, was hier auf mich wartet. Und das ist natürlich nicht gut. So, den schicken wir nochmal vor. Das war mir jetzt ein Bedürfnis und Dankeschön. So, und hier gehen wir natürlich auch mal ein bisschen vor. Alles klar. Der geht dahin, tankt hier. So, ich stehe jetzt hier quasi auf Abruf. Ne? Alles klar, würde ich mal sagen. Was wirklich sehr. Oh, guck mal. Da ist jetzt noch eine Hydra. Da muss ich aufpassen. Aber hier ist was. Hier ist irgendwas. Vielleicht ein Hafen, vielleicht ein Depot oder eine Stadt. Und die werde ich dann mit dem Transportflieger anfliegen und einnehmen. So der Plan. So, Moduswechsel. Nach dem Moduswechsel wird wieder gespeichert. Ja, das soll sich mit den Hubschraubern verpissen. Ich werde unter Beschuss genommen von einer Einstar-Kanone. Ich sehe die nicht. Ja, das war klar, dass das passiert. Das war klar. Er hat ein U-Boot. Er hat ein U-Boot. Er hat U-Boote. Schon wieder. Immer noch. Man weiß es nicht so genau. So, mein Computerfreund, der hat jetzt seine Offensivfähigkeiten fast komplett eingebüßt und blockiert mir jetzt sogar noch das Vorkommen, indem er jetzt einen Flakpanzer dazwischen stellt. Das ist natürlich hervorragend. Nicht. Er kann es nicht lassen.
Er kann es nicht lassen. So, rein. 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 Wow, das war jetzt aber echt knapp. Hoppala. Das wollte ich jetzt natürlich anders machen. Ich wollte eigentlich wollte ich jetzt auf das U-Boot. Okay, da ist eine Fabrik. Eine Fabrik ist es. Eine Fabrik erwartet mich da. So, der kommt zurück. Gut, soweit, so gut. Das ist jetzt hier gar nicht so einfach. Der kommt mal kurz zurück. Der kommt vor. Ah, das reicht noch nicht. So, ne, ein bisschen Schaden mache ich ja immer. Wie mache ich das jetzt weiter? Moment. So. Das Problem ist, den Buggy, den muss ich jetzt zurückziehen. Bis hierhin. Weil ich mich hier natürlich hier ein bisschen verkalkuliert habe. Der kommt rein. Aber da, nein. Füllen. So. Damit er gleich wieder einsetzbar ist, ne? So, der wird aufgefüllt. Ich schau mal, was kann ich denn hier noch. Oh, ja, nicht wirklich viel. Was haben wir hier noch? Radar, aber auch nicht wirklich was. Irgendwie nicht befriedigend. Okay. Das war's für diese Runde. Oder ich würde jetzt sagen, ja. Den tun wir mal hier vor. Der füllt mal hier auf. Hier ist nichts drin. So, ne? Jawohl. Hätte ich doch jetzt mal so gesagt. Mit dem Hubschrauber kann ich auch gerade nichts anfangen. Der fliegt mal hier runter. So. Menü. Speichern. Moduswechsel. Ja, ich brauche da jetzt Licht. Ich brauche Licht. Ich muss was sehen. Hoppala. Das war ich. Ich bin. Rückt hervor?
Hallo, 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 hallo. So geht das jetzt aber nicht. Ich muss meinen Ex-Tamot. Oh Gott! Oh. Nein! Drei Jäger. Buggies. U-Boote. Nein! Oh Gott, ich habe schon wieder einen Kreuzer verloren. Das geht ja hier wie das Brezelbacken. Hallo? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Verluste, Verluste. So, weiter geht's. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. So, hier füllen wir erstmal auf. Tanken, tanken, tanken. So, und raus. Raus mit euch. Ein bisschen zurück, bitte. Ich glaube, mit dem fahre ich zurück. Den markiere ich mal, damit ich den wiederfinde. Hui, da war der Sinus weg. Der kleine, kleine Sinusschreck. Das gefällt mir hier gar nicht, was ich hier sehe. Das Problem ist, der hat mir hier wirklich einiges gekostet. So, einen konnte ich abschießen. Der kommt raus. Das war klar. Da geht mal hier hin. So, jetzt sehe ich hier mal Dinge. Erstmal diesen Gegenangriff muss, da muss zurückgeschlagen werden. Buggy 1 weg. Richtig. Genau, nee, das war alles gut. Buggy 2 weg. Hoffentlich reicht das noch mit dem Rückzug. So. Ist jetzt natürlich sehr dreist von mir, was ich hier mache, ne? Aber schauen wir mal, vielleicht komme ich ja damit durch. So, die werden alles hier hingestellt. So.
das was. Nein, 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 das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. So, hier ist die Fabrik. Da werde ich dann einen Anflug wagen. Aber das werden wir in der kommenden Runde von Battle-Isle 2 gemeinsam erleben, wie diese Karte weitergeführt wird. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Spaß beim Zocken. Bis dahin, ciao.